Und damit begrüße ich euch aus dem Rooster and Kitten. Nachdem wir in der letzten Folge es geschafft haben, Informationen zu sammeln, was genau in dieser Stadt vor sich geht, wird es Zeit, weiterzumachen. Kian, dem Gleichgewicht sei Dank, dass ihr zurück seid. Bib wurde Sie haben ihn mitgenommen. mitgenommen, ja. Beim Licht. Seid ihr sicher, dass es Bib war? Ich wusste, dass das passieren würde. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen zu ihm gelangen, bevor. Das Wolkenschiff hat soeben abgelegt und ist schon unterwegs nach Gehen. Es ist zu spät. Dann müssen wir hinterher. Und eure Mission hier aufgeben für das Leben eines einzelnen Kindes? Ist er die Mühe etwa nicht wert, weil er ein Magischer ist? Ihr hegt einen ungeheuren Groll. Wollt ihr wirklich, dass Kian Makuria verlässt und sein Leben riskiert, um einen einzelnen Jungen zu retten? Das dachte ich mir. Das kommt davon, wenn wir Asadi-Verbrecher am Leben lassen. Ach, hör schon auf. Das hatte keinen Einfluss darauf und das weißt du. Sie schicken alle Magischen fort. Ich weiß warum. Und ich weiß, wozu die Röhren dienen. Was? Ist das euer Ernst? Ich erkläre es später. Jetzt müssen wir erstmal den Jungen retten. Mir kann es gleich sein, was ihr mit eurem Leben anstellt, Kian. Aber wenn ihr sterbt, ergeht es dem Widerstand schlecht. Und wenn ich Pip nicht folge, ergeht es ihm schlecht. Können wir es uns wirklich leisten, noch mehr Leute zu verlieren? Ich meine, wir haben schon so viele verloren und Naane ist immer noch in Gewahrsam. Sie sollte tot sein. Gibt es in deiner Sprache überhaupt ein Wort für Vergebung? Nicht, dass ich wüsste. Ich muss darüber nachdenken. Ich kann den Jungen nicht einfach im Stich lassen, aber hier können wir nicht bleiben. Die Asadi jagen mich. Der General weiß, dass ich noch lebe. Hami, wie ist das passiert? Habt ihr euch ihm genähert? Versucht ihr euch die Gunst eurer früheren Herren zu erschmeicheln? Gunst erschmeicheln? Wie sollte ich das denn? Nein, ich versuche mir nicht Gunst zu er. Schluss damit, ihr beiden! Ihr seid wirklich schlimm und laut! Verschwinden wir von hier, bevor Ulvik Ärger bekommt, weil er einem Flüchtigen Unterschlupf gewährt. Die Hirtin wird bei der Sache auch ein Wörtchen mitreden wollen. Das ist noch nicht vorbei, Kian. Ach, sei still! Ach, sei still, genau, zeig's diesem Liko. Mann, ich bin so neugierig, was ist los? Kapitel 4, ne, Kapitel 7, Entschuldigung, wie kann ich auf 4? Hunted. Oh, jetzt geht's los. Donnerstag, 28. September Nachdem von Angehörigen der 2020. marxistischen Partei verübten Terrorangriff auf Propas, dem 8 Ei-Offiziere und 5 Zivilisten zum Opfer fielen, hat das Syndikat zugesagt, die Sicherheitsvorkehrungen in ganz Europolis bis nach den kommenden Wahlen auf hohem Niveau zu halten. Der Bezirk Propas bleibt weiterhin vollständig durch das Ei abgeriegelt. Eine durchgehende Ausgangssperre wurde verhängt. Zugeschaltet ist uns jetzt Marek Farah in Propast. Und Marek, wie werden die Bürger in Propast mit der reichlich schwierigen Lage fertig? Tja, Rika, wie Sie Die sehen Eier sind noch können, nicht ganz fast 2 Monate fertig. nach dem Angriff im August auf das Ei-Hauptquartier von Propast sind die Straßen hier wie leergefegt. Was war? Die Bisschen Salz? Sicherheitsmaßnahmen sind allgegenwärtig und wer hinausgeht, kann jederzeit durchsucht Warum oder sieht sie so festgenommen anders werden. aus wegen dem Die Bombenanschlag? Ausgangssperre gilt rund um die Uhr, aber den Bezirk zu durchqueren ist erlaubt, sofern man die erforderlichen Papiere hat und Leibesvisitationen und Befragungen in Kauf nimmt. Was ist mit lebenswichtigen Gütern wie Nahrungsmitteln und Wasser, Marek? Sind noch Restaurants und Läden geöffnet? Ich glaube, Alles jetzt ist ist das geschlossen, Zeug Rika. fertig. Aber die Bewohner Riecht von gut. Propast erhalten regelmäßige Zuteilungen und es steht ständig medizinisches Personal auf Abruf bereit. Niemand hier läuft unmittelbar Gefahr zu verhungern. Gibt es irgendwelche Hinweise, wie lange die Abriegelung noch besteht? Nun, das Syndikat hat sich dazu nicht geäußert, Rika. Aber es gibt Andeutungen, Propast werde unter Kuratel des Syndikats bleiben bis nach den Wahlen im. Ich finde ja Unsere Verbindung zu Marek Farah in Propast scheint unterbrochen zu sein. Wir werden versuchen, sie wieder aufzubauen. In der Zwischenzeit sprechen wir mit jemandem aus dem Umfeld der marxistischen Anführerin und terroristischen Drahtzieherin Martha Ribas über ihre Im dunkle, Stehenessen? Wie gewalttätige ein Tier? Vergangenheit.
Soweit ist es dann doch nicht. Scheiße. Kein Saft schon wieder. Ich bin sicher, das machen die bloß, um uns zu nerven. Ich muss mal nach der Notbrennstoffzelle im Küchenschrank sehen. Die sollte inzwischen angesprungen sein. Brennstoffzelle. Na komm, nimm die Brennstoffzelle. Ich kann ein bisschen dran rumwackeln. Manchmal bringt das was. Nö, das hat nichts gebracht. Da werde ich wohl eine neue brauchen. Und ich weiß auch, von wem ich die kriege. Hol dir bei Mira im Inferno eine neue Brennstoffzelle. Das Essen wird aber kalt. Und warum sieht sie so anders aus? Also Zoe, durch den Anschlag etwa? Oh, ja, mir tut mir echt leid. Ich habe gedacht, die wurde wieder entführt. Und wieder irgendwie was angeschlossen oder sonst was. Huch! Zoe Maya Castillo. Ihr Bezirk untersteht dem vom Syndikat verhängten Kriegsrecht. Nennen Sie bitte ein genehmigtes Ziel oder kehren Sie nach Hause zurück. Vielen Dank. Das Inferno ist Ihr einziges genehmigtes Ziel. Ich werde Sie begleiten. Bitte nicht reden. Woher weiß man, dass man in einem Militärstaat lebt, wenn man überall eine bewaffnete Drohne an der Backe kleben hat? Echt mal, ey. Das Inferno. Bis zum Inferno will sie mich begleiten, okay? Wir sind zur Anwendung tödlicher Gewalt befugt, sobald wir eine Bedrohung wahrnehmen. Sobald ich sie als Bedrohung wahrnehme, erschieße ich sie. So einfach ist das. Sie meinen das todernst mit der Ausgangssperre. Inzwischen erschießen sie sogar Leute. Krass. Woher weiß man, dass man in einem Militärstaat lebt, wenn man überall eine bewaffnete Drohne an der Backe kleben hat? Bleiben Sie in der Nähe Ihrer Eskorte und weichen Sie nicht vom Weg ab. Okay. Wir machen keine Scherze mehr. Wir schießen, um zu töten. Wir schießen, um zu töten. Warum ist das überhaupt so ein Militärstaat geworden? Warum? Ich meine, bevor dem Anschlag von Nela. Wieso ist das so geworden? Ich verstehe es nicht. Wieso ist das so zu einem Militärstaat geworden? Und ich wiederhole, vor Nelas Angriff. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Whit. Ich werde Whit vermissen. Wieso, weiß ich nicht genau. Wir haben ja nie miteinander gesprochen. Aber trotzdem werde ich den Großen vermissen. In seinem Kopf geht eine Menge vor. Oh ja. Hey, sieh mal, was der Bot da angeschleppt hat. Vielleicht habe ich ja was Falsches gegessen, aber ich bin tatsächlich erleichtert, dich zu sehen, Süße. Bist du okay? Nicht wirklich. Und du? Kennst ja Whit. Nicht direkt der Temperamentsbolzen. Ziemlich ruhig hier, seit der Laden zu ist. Sorry übrigens, dass ich dich mit einer voraufgezeichneten Message gefeuert habe. Unternehmensrichtlinie. Mach dir keinen Kopf. Du sagst, der Laden sei zu? Pff, gab nichts zu tun. Wir haben ja nicht mal Zugang zum Netz. Es war wie auf einer voll beschissenen einsamen Insel. Aber ohne Sonne, Sand und Kokosnüsse. Und ohne Netzzugang. Ey, wir denken echt drüber nach, wieder nach Mumbai zu gehen. Also ich denk drüber nach. Whit latscht mir sowieso hinterher, egal wo es lang geht. Wie auch immer. Du kommst wegen deinem Dreamer? Mein... was? Hab ihn repariert. Hä? Du hattest mir deine Dream Machine geschickt, weil sie kaputt war. Vor etwa einem Monat. Klingelt's da irgendwie bei dir? Nein. Na, dein Freund, dieser deutsche Frackpansen, der hat gesagt, du kommst vorbei und holst sie ab. Dachte schon, der sei hier, um mir das Hirn rauszupusten. War aber ganz geschmeidig. Was war denn kaputt? War ein frühes Modell, schlecht verlötet. Sowas hatte ich hier schon öfter. Nur zu deiner Info, das ist ein Standardmodell. Eins, das Wattis Server mit einer Geräte-ID anpingt und deine biometrischen Daten durchgibt, sobald du dich anschließt. Wäre kein Problem, es sei denn, sie hätten dich oder dieses spezielle Gerät auf dem Kicker. Aber ich habe den Kram trotzdem mal deaktiviert. Trotzdem, es ist ein lizenziertes Teil. Möglicherweise gibt es da noch andere Sicherheitsmaßnahmen.
kann dir nicht hundertprozentig versprechen, dass es Wattie nicht doch alarmiert. Es gibt da draußen auch unlizenzierte Dreamer ohne Sicherheitschips. Aber hier in Propast hat Mr. Landon den Markt unter Kontrolle. Naja, aber bei den ganzen schussgeilen Soldaten da draußen wüsste ich nicht, wie ich so ein Teil an den Start kriegen sollte. Das hier reicht mir vollkommen. Solange du die Risiken kennst? Wenn du nicht wegen dem Ding hier bist, wieso der Hausbesuch? Ach so, Brennstoffzelle. Der Strom ist ausgegangen und ich habe keine Ersatzzelle. Tja, das ist natürlich scheiße, Kutria. Gut, dass ich praktisch in Brennstoffzellen schwimme. Darf es ein besonderes Modellchen sein? Die billigste, die du hast. Schnapp dir eine aus der Schachtel da drüben. Das sind runderneuerte. Aber die liefern dir mindestens ein paar Wochen lang Saft für deine Bude. Bring sie auf jeden Fall zurück, ehe sie ganz leer ist. Ich fülle sie dir dann wieder auf. Danke dir. Ach, da sind Brennstoffzellen. Jawohl. Und wie viel schulde ich dir? Betrachte es als Abfindungspaket. Warst sowieso unterbezahlt. Du musst mal lernen, für deine Rechte zu kämpfen, Süße. Wenn wir je wieder aufmachen, ist auch wieder ein Job für dich drin. Was gar nicht übel, Kutria. Allem Anschein zum Trotz. Danke. Schätze ich mal. So, die Dream Machine. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, Mira um ihre Reparatur gebeten zu haben. Verliere ich den Verstand? Ich meine, ich war mit einem schweren Trauma im Krankenhaus und habe vorher ein Jahr im Koma gelegen. Seltsam. Ist das schon. Gut, dann... Ey, warte mal. Was ist denn aus den Daten geworden, die ich für dich entschlüsselt habe? Wem hast du sie letzten Endes gegeben? Ich habe sie zur Hand gebracht, aber bevor sie etwas veröffentlichen konnten... Hat man den Laden dicht gemacht. Wo sind die Daten jetzt? Bei Risa, in Island. Island. Letzte Zuflucht für schurkische Journalisten. Du hast dir keine Kopie gezogen? Ich wollte es nicht riskieren. Schön blöd, ich weiß. Kann sein, dass du dir damit den Arsch gerettet hast. Allerdings schade um die Story. Wann kommt denn Chobo zurück? Das weiß ich wirklich nicht. Wenn sie das Gefühl haben, dass es sicher ist, schätzungsweise. Diese Story muss an die Öffentlichkeit, Kutria. Sorge dafür, egal wie. Alles klar. Und jetzt haben wir eine liebe, nette Drohne, die uns hier wieder nach Hause begleitet. Sie haben Ihre tägliche Ausgangszeit überschritten. Ich begleite Sie jetzt zurück zu Ihrem registrierten Wohnort. Lass nur. Ich kenne den Weg. Ich beobachte jeden Ihrer Schritte wie im Kriegsrecht festgelegt. Stalking ist ein Dreck dagegen. Ach, was soll's. Dann komm mit und folg mir. Da ist ein Mädchen. Das Mädchen von Queenie. Miss Castillo? Queenie wünscht, Sie auf der Stelle zu sprechen. Schon, aber was ist mit meiner Eskorte? Sie haben Ihr genehmigtes Ziel erreicht. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Jetzt können Sie an Bord kommen. Nicht schlecht. Wir tun, was wir können. Interessant, hat sie es gehackt? Freut mich, dass Sie wieder auf den Beinen sind, Zoe. Ich hatte gehofft, Sie noch einmal zu sehen, ehe ich fortgehe. Sie gehen fort? Ich habe gehört, man habe die Hand geschlossen. Sie hatten doch Freunde dort. Gute Freunde, meinen Freund. Die Hand wollte eine Story bringen, dass Wattie Corp sowohl mit der Einheit als auch mit Europas Erwachen konspiriert, als das Syndikat ihnen den Laden dicht gemacht hat. Aber die Beweise haben sie immer noch. Mein Freund Risa hat sie nach Island gebracht. Dort sind die Daten sicher, aber die Hand hat sie noch nicht veröffentlichen können. Dann könnte man ja vielleicht doch noch etwas retten. Deshalb wollte ich sie sprechen. Sie kannten die Frau, die die Bombe ausgelöst hat. Nela. Sie waren dort. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber es war zu spät. Ich glaube nicht, dass sie vorhatte, jemanden zu töten. Sie war keine... Nela war eine Gute. Sie mochte Menschen. Sie hatte mir etwas gegeben, auf das ich aufpassen sollte. Aber ich habe es bei der Explosion verloren. Es hätte vielleicht erklären können, warum... Unser Leben wird von Dingen bestimmt, die wir nicht steuern können. Die Entscheidungen, die wir treffen, können uns auf den einen oder den anderen Weg bringen. Aber wo dieser Weg uns letztlich hinführt, können wir nicht beeinflussen.
Ihre Freundin hatte nicht vor zu sterben. Das Gerät, das sie benutzte, war manipuliert. Es sollte nur das Ei behindern, niemanden töten. Ein EMP? Woher wissen Sie das? Nela brauchte Hilfe beim Zusammenbau des Geräts. Hannah kam nach der Bombenexplosion zu mir. Sie war außer sich. Sie hatte natürlich keine Ahnung, was sie getan hatten. Aber sie ist das Bindeglied. Vermutlich kann sie die Bombe mit dem Syndikat in Verbindung bringen. Das Syndikat steckt hinter dem Anschlag auf seine eigenen Leute? Jeder ist entbehrlich. Alle Fäden laufen bei der Wattycorp zusammen, Zoe. Sie ist dabei, ihre Macht zu konsolidieren und sich vom alten Ballast zu trennen. Ich gehe fort. Diese Stadt ist krank. Sie verfault von innen heraus. Sie müssen auch fort von hier. Aber vorher gibt es etwas, das Sie tun müssen. Ihre Erinnerungen. Sie kommen zurück. Ich weiß, was ich tun muss. Die Dream Machine. Sehen Sie sich gut vor. Da ballen sich mächtige Kräfte zusammen. Hier und anderswo. Wie können Sie das... Nennen Sie es Intuition. Ich bin schon sehr, sehr lange da. Man lernt, die Zeichen zu deuten. Sie werden schwächer. Verblassen, Zoe. Verblassen? Wie Schriftzeichen auf einem Blatt, das zu lange in der Sonne liegt. Tun Sie, was getan werden muss. Zögern Sie nicht länger. Ich habe Ihnen Zeit gegeben, Ihre Entschlossenheit wieder zu erlangen. Aber die Zeit wird langsam knapp. Falls wir beide den Sturm überstehen, der vor uns liegt, finde ich Sie wieder. Das hoffe ich. Versprochen. Nun gehen Sie nach Hause und tun Sie, was getan werden muss. Wachen Sie auf. Wieso aufwachen? Du kannst jetzt rauskommen. Wie lange wussten Sie schon, dass ich da war? Mach nicht den Fehler, mich für eine alte Frau zu halten, Anna. Sie haben ihr erzählt von... Es ist keine Zeit mehr für Geheimnisse. Wattycorp muss zur Strecke gebracht werden. Was du weißt, wird uns dabei helfen. Aber ich habe keinen direkten Beweis, dass sie damit zu tun hatten. Ich habe nur Lieferaufträge erledigt. Du weißt genug. Finde Beweise. Arbeite mit Zoe zusammen. Woher wissen Sie, dass wir ihr trauen können? Sie ist wie du. Jemand, der Träume gestaltet. Ich weiß. Ich meine, ich hab's erraten, als ich ihr begegnet bin. Aber wie kann das überhaupt sein? Ich dachte, ich bin die Einzige. Das denkt sie auch. Ihr seid nicht direkt Schwestern, aber ihr seid euch sehr nah. Weshalb meinst du, hat es die eine zur anderen gezogen? Der Zufall ist eine mächtige Kraft. Jetzt braucht Zoe deine Hilfe. Ein schrecklicher Schatten ist auf sie gefallen. Auf uns alle. Aber besonders auf sie. Woher wissen Sie das alles? Das tue ich nicht. Manche Dinge sind klar, Hannah. Und manche sind es nicht. Ich bin keine Wahrsagerin. Und die Zukunft ist niemals glasklar. Sie verzweigt und verästelt sich, unendlich und grenzenlos. Aber es gibt Zeichen und Muster, wenn man weiß, wo man hinsehen muss. Müssen Sie denn fort? Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Wattycorp ist schon so lange hinter mir her. Ich bin alter Ballast. Ich verspreche, ich werde dich finden, Hannah.
Deine Reise hat gerade erst begonnen. Es warten wunderbare Dinge auf dich. Im Augenblick besteht deine Aufgabe darin, Zoe beim Beenden ihrer Reise zu helfen. Ohne sie wird es keine Geschichten mehr geben. Danach, vorausgesetzt, das Universum ist noch da, können wir über das nächste Kapitel reden. Sie düst mit ihrem kleinen Höckerchen davon. Ich finde das irgendwie ein bisschen amüsant, muss ich schon sagen. Hui! Sie düst mit ihrem kleinen Höckerchen davon.